Herzlich willkommen bei unserer Online-Harmonika-Schule Harmonika Veronika. Ich bin's wieder, euer Quetschenbur, und gemeinsam lernen wir heute ein sehr bekanntes Stück, nämlich die Ennstaler-Polka. Das ist ja das klassische Anfängerstück schlechthin, mit dem die meisten eben zu lernen beginnen, beziehungsweise das erste Stück, das man lernt. Und wie gehen wir dabei vor? Wie immer gehen wir zuerst unsere rechte Seite durch, das heißt, wir lernen unsere Melodie. Und wenn ihr die Melodie dann gut könnt, also die Intus habt, dann sehen wir uns gemeinsam den Bass an. Und da versuchen wir natürlich dann auch gleich, den Bass und die Melodie gemeinsam zu spielen. Und ihr braucht dazu auch jetzt nicht unbedingt eine vierreihige Harmonika, das geht auch mit einer dreireihigen Harmonika natürlich. Denn die vierte Reihe haben wir hier nicht im Einsatz. Ja, dann darf ich euch jetzt schon viel Spaß beim Lernen wünschen, aber bevor es losgeht, spiele ich euch das Lied einmal vor. Auf geht's! So, dann starten wir mit der Ennstaler Polka. Wie gesagt, jetzt einmal mit der Melodie. Und was brauchen wir dazu? Wir gehen wie folgt vor, wir legen unseren Daumen auf unsere seitliche Leiste ab, ja, und dann suchen wir mal unseren ersten Ton. Damit dies leichter geschieht, habe ich schon in der zweiten Reihe unseren Gleichton markiert. Was ist der Gleichton? Der Gleichton, das ist der Ton, das ist der einzige Ton in der zweiten Reihe. Also noch einmal zur Reiherklärung, erste Reihe, zweite, dritte, vierte. Ich habe da sogar noch zwei Zusatzklämpfe in der fünften Reihe, aber die meisten haben vier Reihen, einige von euch haben auch nur drei Reihen. Wie gesagt, auch mit einer Dreireihe ist das jetzt so zu spielen. Auf jeden Fall ist das die erste, zweite Reihe. Und da gibt es diesen Gleichton, der wie gesagt auf Zug und Druck als einziger gleich klingt. Alle anderen gingen ja unterschiedlich, quasi wechseltönig. Gut. Ich habe auch noch einen zweiten markiert, denn es gibt ja auch in der dritten Reihe einen. Ja, der dient einfach dazu, dass ihr euch besser auf meiner Tastatur hier orientieren könnt. So, das wäre der erste Griff. Das heißt, unser dritter Finger, das ist der Mittelfinger, der kommt auf diese Taste, die ist eines über dem Gleichton in der zweiten Reihe, und noch einmal darüber kommt der Zeigefinger. Ganz kurz zur Fingererklärung. Erster Finger, zweiter Finger, dritter Finger, das ist dann der Mittelfinger, vierter Finger, das ist der Ringfinger, und der kleine Finger, das ist dann im Prinzip der fünfte Finger. Ja, also wirklich 1, 2, 3, 4, 5, damit ihr euch auskennt. Und 2, 3 macht den Start. Und die Ennstaler Polka beginnt auf Druck, das heißt, wir müssen die Harmonika zumachen. Ja, so sieht das aus. Gut, und schauen wir uns die ersten Griffe mal an. Ich sag's euch einmal, das wird der erste Griff sein. Danach greifen wir um. Der Mittelfinger bleibt liegen, Zeigefinger geht weg. Vierter Finger kommt auf den Gleichton. Und auch auf Druck. Ja. Das sind die ersten beiden Griffe. Und natürlich müssen wir auch zählen. Das geht folgendermaßen, ich zähle immer ein. Das geht so. 1, 2, 3, 4, und jetzt starten wir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, also wir bleiben jeweils zwei Schläge lang drauf. 1, 2, erst wenn wir 2 zählen, lassen wir wieder aus. 3, 4. 3, 4 sind genauso zwei Schläge, ja? 1, 2, 3, 4. So, ab jetzt müssen wir aufmachen, das heißt, wir haben Zug. Und wir wechseln wieder auf 2-3, also von 3-4 auf 2-3 und machen auf. Und es geht jetzt so. 1, 2, 3, 4. Also zweimal hintereinander. 1, 2 und dann geht der erste Finger, nein, der zweite Finger, genau, zweite Finger, 1 nach oben. Und der ist dann zwei Schläge lang. 1, 2, 3, 4.
vorne, wir zählen wieder ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt Zug. 1, 2, 3, 4. Bis hier hatten wir schon. Jetzt machen wir gleich den nächsten Griff. Der nächste Griff. Dazu brauchen wir diese beiden Finger nicht mehr. Wir brauchen jetzt den vierten Finger. Der kommt hier auf den Gleichton. Und dann brauchen wir auch den kleinen Finger. Somit haben wir jetzt schon alle Finger im Einsatz gehabt. Und das klingt so. Auf Zug. 1, 2. Also der ist zweimal hintereinander zu schlagen. 1, 2. Von vorne. 1, 2, 3 auf Druck. 4. 1, 2, 3, 4. Zug. 1, 2, 3, 4. Jetzt. 1, 2. Der nächste Griff ist etwas schwieriger. Dazu brauchen wir den Mittelfinger, also den dritten Finger. Der kommt jetzt eines über dem Ringfinger, also eines auch über dem Gleichton, könnte man sagen. Und jetzt kommt unser kleiner Finger ins Spiel, nämlich hier in die erste Reihe. Also 1, 2. Jetzt kannst du es so machen: der kleine Finger, der kann schon überrutschen. Ne? Also 1, 2. Der kann hier herrutschen. Und der dritte kommt hier dazu. 3, 4. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und als Übung kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine Stelle habt, die etwas schwieriger ist und wo ihr nicht sofort zum Schmeißen kommt, dann übt diese Stelle intensiv und immer nur das Hin und Her. 1, 2, 3, 4. Geh wieder zurück. 1, 2, 3, 4. Bis das geht. Und dann macht's einfach weiter im Video. Von vorne beginnen wir jetzt auf Druck. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und zu. 1, 2, 3, 4. Und wenn ich euch jetzt sage, dass ihr das schon geschafft habt, die Melodie, werdet ihr mir wahrscheinlich nicht glauben, aber es ist in der Tat so. Denn das, was ihr jetzt gespielt habt und jetzt gelernt habt, das wiederholt sich jetzt nochmal 1 zu 1. Also wieder 1, 2, 3, 4, Zug. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bis hierher wiederholt es sich, um genau zu sein. Ja? Also es gibt noch einen Schluss. Also bis hier haben wir es vorher auch schon gemacht. Und nach diesem Griff, der ist ein Schlag, also 1, 2, 3, 4, wir müssen wieder zurück. Gut, also 1, 2, 3, wieder zurück, 4, einmal noch, 1, 2, 3, 4 und der letzte Griff, dazu brauchen wir drei Finger. Den Mittelfinger hier, den vierten auf dem Gleichton und den fünften eins darunter. Und auf Druck müssen wir den spielen. Gleichzeitig drücken alle drei Finger. Und zwar dreimal hintereinander. 1, 2, 3. Also der Schluss noch einmal. 1, 2, 3, 4 und Druck. 1, 2, 3. Spielen wir noch einmal die Wiederholung mit dem veränderten Schluss. 1, 2, 3, 4 und los. 1, 2, 3, 4, Zug. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Schluss, 4 und zu. 1, 2, 3. Genau. Das ist die Melodie für die Endstaller Polka. Und zum Schluss, traditionell, wiederholen wir das Ganze noch einmal von vorne mit der anschließenden Wiederholung. Auf Druck beginnen, immer achten, der Daumen auf der seitlichen Leiste und es geht los. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Zug. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wieder zu. 1, 2, 3, 4. Startet Wiederholung. 1, 2, 3, 4. Und Zug. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4 und Schluss. 1, 2, 3. So, das war die Melodie und jetzt sehen wir uns den Bass an. Bevor wir das aber tun, bitte ich euch wirklich, die Melodie gut einzulernen. Die muss auswendig gehen, also die muss wirklich aus dem FF gespielt werden. Erst dann bitte den Bass ansehen und beziehungsweise den Bass dazulernen. Ihr tut euch sonst wirklich hart und das macht dann keine Freude. Glaubt mir, da spreche ich aus Erfahrung. Also wie gesagt, die Diskantseite, also die Melodie zuerst sehr gut einlernen und dann machen wir gemeinsam den Bass. Gut, und wie der Bass aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, dann lassen wir keine Zeit dahinstreichen. Wir beginnen wieder. Diesmal jetzt eben mit der Melodieseite und dem Bass zugleich. Gut, wie finden wir unseren Bass, den wir hier benötigen? Das geht ganz einfach. Wir haben hier herum den sogenannten X-Bass. Und von diesem Bass zählen wir mal eines, also 1, 2 und 3. Und dann liegen wir auf dem sogenannten A-Bass mit dem Zeigefinger. Der bleibt hier schon, darunter Mittelfinger und noch einmal darunter der Ringfinger. Das sind unsere drei Finger, die wir beim Bass benötigen. Und es könnte natürlich sein, viele Harmonikas haben diesen X-Bass hier nicht. Dann sieht das eigentlich so aus, wenn ich das jetzt, könnt ihr euch das wegdenken. Dann ist das euer erster Bass und ihr zählt natürlich dann nur logischerweise eines nach unten. Ja, und wenn ihr euch noch immer nicht sicher seid, ob ihr am richtigen Bass seid, dann machen wir gemeinsam die Klangprobe. Wir ziehen. Ja, klingt er bei euch gleich? Auf Zug und auf Druck so, dann habt ihr auf jeden Fall die richtige Basstaste. Das gleiche dann mit dem Mittelfinger. Und noch einmal mit dem vierten Finger. So sollen die Basstasten klingen. Gut, so viel zu den Basstasten. Jetzt ist es noch wichtig zu sagen, den Bass nicht vergessen, immer kurz spielen. Genau. Und ihr bitte lasst die Finger auf dem Bass, ja, und sowohl auch auf der Diskantseite immer schön liegen lassen. Ich ziehe die Finger immer nur weg, damit ihr besser sehen könnt, welche Tasten ich gerade drücke und ihr auch drücken müsst. Gut. Dann gibt es noch eins zu sagen. Die Endstandardbeuge ist ein Zweivierteltakt. Der Zweivierteltakt, den spielt man mit dem Bass so. Man beginnt auf Druck immer mit dem vierten Finger. Eins, zwei, 3, 4, also 4., 3., 2., 3. Und dann wieder 4., 3., 2., 3. Also eigentlich so eine Endlosschleife. Ja. Aber wir müssen auch eines beachten, wenn wir auf Zug spielen, dann beginnt nicht der vierte Finger, sondern dann müssen wir mit dem zweiten Finger hier beginnen. 1, 2, 3, 4. Ein klassisches Beispiel. Wir beginnen mit Druck. 1, 2, 3, 4. Jetzt müssen wir aufmachen. Jetzt kommt aber nicht der vierte Finger, wie es vermuten lässt, sondern nein, das kommt jetzt der Zeigefinger. 1, 2, 3, 4. Auf das achten und immer im Hinterkopf behalten, der Bass, der ist auf jeden Schlag zu drücken. Auf 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und immer schön kurz spielen. Und der ändert sich nie. Der ist immer wie ein Uhrwerk, ein beständiges Uhrwerk. Immer das Gleiche und immer das Gleiche. Gut. Dann müssen wir natürlich hier auf unserer Diskantseite, also auf unserer Melodieseite, den richtigen Ton finden, beziehungsweise die richtigen Töne. Wir haben ja zwei Tasten gleichzeitig zu drücken. Das wären diese beiden. Und beginnen tun wir mit dem vierten Finger. Ich zeige euch das einmal. Auch hier zählen wir wieder ein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei.
Richtung. Hier müssen wir jeweils zwei Schläge lang draufbleiben. Erst dann dürfen wir auslassen. Während hier die zwei Schläge zwei einzelne Schläge sind. Ja? Eins, zwei. Das ist das Schwierige am Anfang, dass man im Prinzip unterschiedliche Sachen koordinieren muss. Also ein Koordinationstraining oder eine Koordinationsübung quasi. Aber mit etwas Übung schaffen wir das. Immer, wie gesagt, darauf achten. Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zug. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, jetzt Schluss. Eins, zwei und zu. Eins, zwei, drei. Genau, das wäre eben die zweite Wiederholung mit dem veränderten Schluss. Und wie immer spielen wir jetzt gemeinsam das ganze Lied noch einmal durch. Zuerst aber übt das in Ruhe durch und wenn ihr euch sicher seid, dass das geht, dann können wir das gemeinsam spielen. Ich spiele es jetzt einmal von vorne durch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Zug. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, und zu. Eins, zwei, drei, und wiederholen. Eins, zwei, drei, Zug. Eins, zwei, drei, Schluss. Eins, zwei, drei, und zu. Eins, zwei, drei. Tja, damit sind wir bereits am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. So schnell kann es gehen. Und ich darf euch jetzt noch viel Spaß beim Üben wünschen. Ihr schafft das. Ihr habt die Motivation dazu. Das sehe ich euch schon an. Und ja, demnächst werdet ihr das sicher schon euren Liebsten vortragen können. Ja, und es würde mich auch freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von unserer Online-Harmonika-Schule Harmonika Veronika wiedersehen. Bis dahin, Servus, Pfirti und auf Wiedersehen. Euer Quetschenbur. Harmonika Veronika.